Tours war einst Wallfahrtsort des Christentums und Sitz vieler französischer Könige. Die Stadt an der Loire. Auch heute lässt sich ihre bedeutende Vergangenheit deutlich an den Fassaden ablesen. Rund um den ehemaligen Marktplatz Place Plumereau stehen noch Fachwerkhäuser aus dem 15. Jahrhundert. Sie zählen heute gemeinsam mit dem gesamten Loiretal zum UNESCO-Welterbe. Hier wurde Seide für den König hergestellt, was den Reichtum der Stadt begründete. Heute ist das historische Zentrum ein beliebter Treffpunkt der rund 140.000 Einwohner. Es ist eine Stadt mit viel Geschichte. Ich bin Geschichtsstudentin und hier gibt es viele historische Gebäude zu entdecken. Und der Place Plumereau ist wirklich das Herzstück. Hier treffen sich alle. Es ist wie ein eigenes Dorf in der Stadt. Es ist eine sehr angenehme Stadt, eine Stadt der kurzen Wege. Alles ist leicht zu Fuß zu erreichen. Es ist viel los am Tag und in der Nacht. Leckeres Essen, tolle Schlösser und guter Wein. Es hat die Vorteile eines Dorfes und ist gleichzeitig eine relativ große Stadt. Das Licht hier ist besonders schön und natürlich die Loire. Die Loire ist Frankreichs längster Fluss und nahezu naturbelassen. Das macht die Loire zu einem beliebten Ziel für Einheimische und Touristen. Das gilt auch für die 6 historischen Gärten in der Stadt. Sie tragen die Handschrift bedeutender Landschaftsarchitekten der vergangenen Jahrhunderte. 16.000 Pflanzen bilden die Mosaike dieses Gartens, der im Hof des Museums der schönen Künste liegt. Attraktion des Gartens ist eine 200 Jahre alte und 30 Meter hohe Libanon-Zeder. Beim Anlegen dieses Gartens wurde wirklich an die Menschen gedacht. Man hat hier zwei Stile der Gartenbaukunst vereint, den englischen und den französischen. Mir persönlich gefällt vor allem die Zeder sehr gut. Die gibt es so nirgendwo anders. Ganz in der Nähe die Kathedrale Saint-Gatien. Mit ihren 70 Meter hohen Türmen und der spätgotischen Fassade eines der Wahrzeichen der Stadt. Eine weitere bedeutende Kirche von Tours ist inzwischen eine Ruine. Pflastersteine markieren die einstige Dimension der Basilika, die über dem Grab des heiligen St. Martin im 4. Jahrhundert nach Christus errichtet worden war. Die Klöster der Stadt waren es auch, die die ersten Weine in der Region anbauten. Auch heute gibt es vor den Toren der Stadt unzählige Weingüter. Das Besondere, die Weine werden in ehemaligen Steinbrüchen gelagert. Allein hier werden 4 Millionen Flaschen in einem 2,5 Kilometer langen Tunnelsystem aufbewahrt. Da der Schaumwein in Flaschen nachgärt, müssen diese täglich gedreht werden, sodass sich der Most absetzen kann. Salavi. Der Vorteil dieser Höhlen ist, dass sie eine gleichbleibende Temperatur gewährleisten über das ganze Jahr, egal wie die Temperatur außen ist. Das sind die besten Bedingungen, um den Wein reifen zu lassen. Zu den Weinen ihrer Region haben die Einwohner von Tours eine besondere Beziehung und genießen ihn am liebsten in einer der vielen Weinbars im Herzen der Altstadt.